yeah, Elektroschrott. Resteverwertung. Resteverwertung ist total geil. Weil alte Scheiße sollte man nicht einfach wegschmeißen. Mit alter Scheiße sollte man neue Scheiße bauen. Und heute zeige ich euch, wie man aus alter Scheiße Festplatten neue Scheiße Wecker baut. Oder zumindest Teile davon. Guter Plan, oder? Für die Umwelt. Neulich haben Paul und ich die Idee gehabt, eine ganze Menge Festplatten zu schlachten und die Motoren auszubauen. Die Besonderheit dabei war, dass wir zwar wahnsinnig viel Bock drauf hatten, Festplatten auseinander zu rupfen, nur irgendwie hatten wir keinen rechten Plan, was wir mit den Motoren eigentlich machen sollen, weil diese Brushless-Motoren, die man hier sieht, ne, die haben den riesigen Nachteil, dass sie ein bisschen frickelig anzusteuern sind und haben eigentlich überhaupt gar kein vernünftiges Drehmoment, sind eigentlich total pipi. Ja, und so lag jetzt dieses Ding hier bei mir zusammen mit ein paar Artgenossen ganz schön lange in der Schublade rum. Und ich habe mich gefragt, was zum Teufel soll ich damit machen? Und jetzt habe ich im Internet was gesehen, was ich unglaublich faszinierend fand. Ich werde verlinken, bei wem. Es ist ein gewisser Frank Fleury oder so ähnlich. Und zwar habe ich da gelesen, dass es auch bei diesen Biestern hier genauso ist wie bei anderen Elektromotoren auch, nämlich dass Motoren und Generatoren im Prinzip dasselbe sind. Ich kann es jetzt nicht ganz genau im Detail erklären, aber es ist so, dass in diesen Motoren hier mehrere Spulen drin sind. Und jetzt ist es so, dass wenn man so einen Motor hier nimmt und den bewegt, dann erzeugt man damit auch Strom. Ganz fürchterlich wenig Strom, aber man erzeugt Strom dabei. Ja, was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe so einen Motor hier genommen, habe hinten ein paar Kabel angelötet und habe mir dann dieses Platinchen hier zusammengesteckt, also genau genommen diese Breadboard-Schaltung. Und was man hier drauf sieht, ist hier kleiner LM358 Operationsverstärker, Zweikanal-Operationsverstärker, um die relativ schwachen Signale, die hier reinkommen, zu verstärken. Und hier ist ein kleiner AdTiny85. Den brauche ich deswegen, weil die Signale, die man sich da verstärkt, immer noch ziemlicher Müll sind und die wollen ein bisschen bearbeitet werden, damit sie Spaß machen. Aber schauen wir doch erstmal, was hier tatsächlich passiert. Wenn ich hier drehe, nach rechts drehe, dann leuchtet das blaue Lämpchen und man sieht es. Ja, man hat manchmal so ein bisschen, das hat man gerade gesehen, wenn ich hier anfasse, kann es passieren, dass erstmal das Grüne irgendwie leuchtet. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das in den Griff kriegen soll, ist aber für meine Anwendung auch nicht so schlimm. Und wenn ich in die andere Richtung drehe, dann leuchtet die grüne Lampe. Je nachdem, wie schnell ich drehe, umso schneller. Das ist insofern ziemlich cool, als ich das für meinen Wecker verwenden kann, um die Weckzeit einzustellen. Das wird also so eine Geschichte, wo man auf ein Knöpfchen gedrückt, das gedrückt hält, dann dreht man Minuten rauf, runter mit dem Teil hier, was ziemlich geil aussieht und sich auch ziemlich cool anfühlt, ehrlich gesagt. Ja, ich möchte das mal kurz zeigen, wie das aussieht, das Signal. Dafür gehe ich mal hier rüber zum Oszilloskop. Jetzt seht ihr das Oszilloskop. Was ich jetzt mache, ich drehe mal kurz zu einer Seite und dann sieht man, dass hier Signale erzeugt werden. Das ist jetzt das Signal, das ich direkt hinter dem Op-Amp abgreife. Ich stoppe das mal kurz und zoome da ein bisschen rein. Genau. Was man jetzt hier sehr schön sehen kann, das ist, dass dieses blaue Signal, ja, das ist ein kleines bisschen früher als das gelbe Signal. Ich mache mal einen Cursor hin, damit man es sieht. Genau. Hier, wenn man sich das jetzt mal anschaut, die Mitte von dieser blauen Flanke ist also deutlich bevor die gelbe anfängt. Und das ist auch der ganze Trick, wie es hinterher in Software funktioniert. Die Software auf dem AdTiny85 wertet jedes Mal aus, wenn irgendwo eine Flanke ansteigt. Und wenn dann die Flanke ansteigt, dann schaut die Software, wo gerade das andere Signal ist, ob das gerade high ist oder low. Und je nachdem, wie die gegeneinander verschoben sind, kann die Software dann sagen, ob ich nach links oder nach rechts gedreht habe. Und klar, aus dem Abstand der Pulse zueinander kann die Software feststellen, wie schnell ich gedreht habe. Weil es ja letztendlich jedes Mal so einen Impuls gibt, wenn da die Spulen in dem Motörchen aneinander vorbeidengeln. So. Was ich jetzt machen werde, ist, dass ich hier mal kurz umstecke. Ich nehme mal diese Leitung und gehe damit hier hin. Na los, komm schon. Und meine andere Oszilloskopleitung, das ist die hier,
Die nehme ich und stecke ich mal hier hin. Ah, ist alles nicht ganz so einfach. Jetzt habe ich die Abgreifleitung vom Oszilloskop dahin gesteckt, wo die LEDs sind. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal auf dem Oszilloskop nachschaue, dann sehen wir, was mein kleiner Tiny hier draus macht. Und das mache ich jetzt mal ein bisschen so, dass man noch was sieht. Und jetzt drehe ich hier am Rädchen. Und dann sieht man, wenn ich nach rechts drehe, also im Uhrzeigersinn, dann kriege ich schöne Pulse oben auf dem ersten Kanal im gelben Bereich. Und wenn ich nach links drehe, dann kriege ich Pulse im zweiten Kanal unten. Das ist das, was meine Tiny macht. Und was man hier halt direkt gleich sieht, die Signale sehen hier natürlich deutlich sauberer aus, als das, was direkt aus dem Operationsverstärker kommt. Ich werde mir noch softwaremäßig was einfallen lassen, um diese gelegentlichen Fallstromimpulse auszufiltern. Das sollte relativ einfach sein, indem ich es immer nur zähle, wenn zwei Rohimpulse hintereinander in dieselbe Richtung gehen, dass ich nur dann das akzeptiere. Aber im Großen und Ganzen habe ich hier schon genau das, was ich brauche, um meine Datumseinstellung zu machen. Ja, was fehlt? Das nächste, was ich jetzt machen muss, ist, dass ich aus dem, was wir hier sehen, noch eine kleine Lochrasterplatine mache, weil das ist natürlich so in meinem Wecker nicht zu gebrauchen. Und dann habe ich eigentlich alle Hardware-Teile zusammen, kann das Hauptprozessorboard bauen und dann geht's los mit dem Wecker, dann darf er wecken. Tja, also Kinders, ich hoffe, ihr fandet das einigermaßen interessant. Ich verlinke noch die Sachen von dem Flöri, damit ihr sehen könnt, wie es genau funktioniert. Der hat da auch Schaltpläne. Und ich mache mich jetzt dran, die Lochrasterplatine aufzubauen.